sowas, ist doch was für Morgus. Das so, klingt natürlich sehr. Das klingt sehr für Morgus. Sein, es gibt ein Messer, dann ist das für Baby. Die GTA zocken? Okay. Ach, Fußball. Echt? Richtig Fußball? Ja. Ich glaube, wir müssen. Fall. Wir haben keine Waffen, ne? Das ist das halt. Granaten, ja doch. Ach, jetzt! Tränengas, ach so. Ja, nimm das. Aua! Ja, super. Also dürfen wir die Gegner einfach nur verprügeln? Ja, klar, das ist ja das Ziel der Sache dann. Alter! Oh, Baby hat einen Traktor! Guck euch das mal an! Jawohl. Wir haben Rasenmäher gefunden! Sterb. Wo hast du den her? Sag ich dir nicht! Normalerweise. Bleibst du mal weg von dir! Hier, Enrico! Haltet, Enrico! Schön. Mach dir den Rasenmäher her! Komm her hier! Danke! Danke fürs Mitnehmen! Danke! Au! Au! Schön. Wo ist dieser scheiß Rasenmäher her? Sehr schön. Komm mal runter hier. Nein, das hat er kräftig runtergehauen! Halt dich da nochmal, also bleibst du da jetzt mal unten? Au! Ey! Komm mal runter jetzt hier. Das ist mir gut jetzt irgendwann. Ich glaube, keiner macht mir das einzige spanische Spiel. Enrico! Ich mähe mal den Rasen hier auf dem Fußballfeld. Hä? Wieso darf ich. Hä? Wieso nehme ich. Okay. Oh, ja komm, lauf weg, Junge. Jetzt hat er was vom Football hier. Jetzt mal laufen, laufen, laufen. Mal auf jetzt. Ich hab's selbst vorbekannt, er hat. Junge, ihr habt euch viel zu sehr auf euren Scheiß konzentriert, Alter. Auf welchen Scheiß? Ich hab die immer versucht abzulenken. Nicht du. Ich. Markus und ich waren die Einzigen, die versucht haben, mit dem Bälle-Trick wegzukriegen. Wo Baby den Rasenmäher her hatte, das ist ja. Normalerweise findet Markus immer die Autos. Frag mich, frag einfach nicht, das ist. Das ich findet alles. Normalerweise was das Markus ja immer was findet an Fahrzeugen. Also alle, eigentlich das, was in dem Spiel zum Fahren ist, findet Markus. Was das, nee, aber das Baby. Das ist doch typisch Frau, ja? Die Männer stehen da, oh, guck mal, Ball, und sie, ah, ich hab das gefunden, ich hab das gefunden, ich hab das gefunden. Das ist, ja, wir denken nur an Bälle. Ist normal. Na, das Runde ins Eckige, ne? Oder das lange ins Schlitzige, das geht auch. Ja, ach. Er hat den Rasenmäher entdeckt. Warum?
Hä, du gehst einfach durch, die sammelst den Eid, ich geh da durch, passiert nichts. Du musst springen, Kev. Guck, ja, hab ich doch gemacht. Was die anderen machen. Ja, manchmal triffst du halt nicht. Hab ich auch manchmal. Pack dir mal den Scheiß drauf. Ich mach gleich den Ball. Ey, au. Macht euch weg. Bleib doch mal stehen, lass dich doch mal überfahren. Hab dich nicht so. Ja, genau, so wie der hier. Ja, das kann ich. Bei mir ist das immer so. Scheiße, jetzt haben die Leute mir. Das ist die haben ja. Ah, sag ich doch, das ist meiner hier. Kann ja so ein Law sein, der. Ich glaub, zack. Juhu, ich hab Punkt gemacht. Ah, ich denke mal, das Problem ist einfach, dass wir dafür auch wieder zu wenig Leute sind. Du brauchst eigentlich noch Leute, die sich verteidigen müssen. Ja. Ach, der Ball wurde... Ah, okay. Okay, ich nehme es einfach mal, weil alle schlafen. Einer passt auf. Au! Ausgetrickst. Pass mal auf. Aua! Kommst du an das Scheißding da ran? Springen! Baby, können wir uns das Fisting nicht für später aufheben? Hörst du mal auf jetzt? Warte hier, halt los! Oh, wie ist das hier, Makeno? Wie ich ihn gerade voll an den Pfosten geboxt habe. Ich hab den Punkt trotzdem gemacht. Wo ist die Bälle? Die Bälle. Der hat den. Ah ne, es ist der Team mit. Alter, warum immer ich? Ja, aber wenn ich immer fahren. Das war jetzt knapp. Wir haben's. Hör auf damit! Der hindert mich da. Der. Chef. Jawohl. No, Baby! Sven, aber du hast mich gerade im ersten Moment echt daran gehindert, dass ich in das Tor laufen kann, weil mich das nochmal rausgeboxt hat wieder. Ich weiß, aber Baby kommt gerade angefahren und hat sich eingemischt. Nee, das hat damit. Ich hatte auch erst vorher. Hab es ja beim zweiten Mal geschafft. Ist eigentlich ganz lustig, der Modus, aber du brauchst echt eine größere Lage. Ja, die brauchst du Leute. Du brauchst halt Leute, die sich um den Ball kümmern und Leute, die das Tor verteidigen. Das ist einfach so. Na dann, noch ein neues. Ah, dass das immer so lange lädt, das nervt. Das ist Rockstar halt. Nein! Also. Jetzt wollen wir. Schön. Aua, aua, aua! Drauf, drauf, drauf! Vor allem meine Teamkollegen stehen daneben und gucken zu, wie ihr mich verprügelt. Das ist ja nicht mal Teamplay. Wer hat denn?
Jawohl, Baby. Fährt. Hä? Ich hab dich eigentlich ausgetrickst gehabt. Du bist eigentlich voll weggelaufen von mir. Ja, du brauchst ja viel mehr Leute da. Du hast das Problem, einer liefert ab, der Rest wartet schon wieder am Tor. am Zielpunkt. Vergiss es. Verdammt. Nein, bin ich dir noch ausgewichen gerade. Markus hat das Ding, ne? Die sind gerade gleichzeitig umgefallen, sind die beiden nicht schlecht. Ah, Maurus, ich habe versucht, den Rücken zu halten. Ja, ja. So, schnappt euch die Pille. Hab sie. Baby, geht da schon wieder was mit dir? Holt's euch. Nein? Ja? Jetzt. Oh, scheiße, haut daneben, der Idiot. Leute, komm, beeilt euch, die haben auch nur noch einen Punkt. Die haben gewonnen. Sport, Jungs. Die haben gewonnen. Donny, mach, Donny! Ja! Und ich hau gleich noch eine rein! Ah, Marke! Sehr schön, Johnny! John war's! Johnny, gutes Ding! Der wird langsam zum Fuchs hier, der Johnny, ne? Nicht so schlau, aber riecht genauso. Der Markus ist zweimal gestorben, ne? Aber ich auch. Ach nee, ich hab 2 Kills. Ja, momentan ist echt. Kriegen wir sich hin. Ich will nicht sagen, das ist das erste Mal, dass ich die Liste so lange anführe, ne? Ja. Obwohl Fahrzeuge dabei waren. Ihr gewinnt momentan regelmäßig die Runden. Und zwar bis jetzt habt ihr, glaube ich, alles gewonnen. So, ich das richtig gesehen habe. Stuntrennen. Walk the game, track the machine. Auto. So, was haben wir denn hier? Super, dass du die Autos nicht mal siehst. Vor allem Enrico immer mit seinem Feuerwehrhelm. Das ist natürlich eine typische Markus-Strecke, meine Damen und Herren. Die Reaktion gerade. Ich hab mal mein Vogel aufgegangen. Geht schon wieder gut los hier. Geht schon wieder kräftig. Ernst, Alter. Geht schon wieder kräftig gerammt. Komm, 6-mal durch die Gegend geschossen von euch. Für den einen konnte ich nicht, ich habe nämlich selber einen abgekriegt hinten und da bin dann vorne reingedrückt worden. Oh
Oh, Alter, Baby landet direkt in meiner. Oh, schön, Moritz. Ja, hat einen Kontrollpunkt ausgelassen? Nee, das ist so ein Dingens, glaube ich. Da war eine Schikane, Sven. Oh, falsche Richtung. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Nee, hier lang, war richtig. Nee, jetzt zeigt also, mir hier gerade falsche Richtung an. Ja, mir auch. Da habt ihr einen Checkpoint ausgelassen vorne an der Schikane. Ja, den scheiß Schikanen-Checkpoint. Wo du schon so schön abgebremst wirst extra. Da wo Sven nicht gerammt hat, da hätte man noch mal links gemusst vorher. Deswegen habe ich ja gebremst. Hä? Ich habe meine Barrikade verloren, so sehe ich immer aus, wer durch hat. Leck mich doch am Arsch, ey, mit dem Scheiß. Der Markus ist weg. Ich finde das immer interessant, wie ihr alle mal am Arsch geleckt werden wollt. Das ist wiederkehrende Aussage. Überhaupt halt deine Vorlieben, ne? Der mit Schatten vorbei. Und sehe drei da vorne. Oh, wo willst du hin? Ja, ich nehme die Abkürzung. Hab's ja gerade gemerkt, wo warst du? Auf einmal warst du weg. Alter, wirst du aber richtig schön zurückversetzt. Runde 3. Ich finde diesen Grafikfehler, aber wenn es ins Tunnel geht, finde ich ein bisschen assi. Dass die Strecke dann weg ist, ja. Es schickt immer ein bisschen. Ich habe mir was. Na, hätte ich das mit dem Checkpoint nie verpasst, dann hätte es beim Markus enger ausgesehen. Ja. Weil sein Auto war haushoch unterlegen. Ja, vor allem, du hast mich ja gerammt und dadurch hast du praktisch selber dann den Checkpoint verpasst. Nee, ich war verunsichert, dass ich auf einmal hier das ein Hindernis vor mir war, deswegen wusste ich nicht, wo ich hin sollte. Weil das war jetzt direkt für diese Strecken gebaut worden, für solche. Wenn das runterbremst, ist nur dann, wenn du die Schikane abkürzt, die davor ist. Nee, du darfst gar nicht bremsen. Also eigentlich der Trick bei den Fahrzeugen ist, dass du mit vollem Schwung in die Kurve gehst und nur das Gas wegnimmst.
so wenig wie möglich versuchen zu bremsen. Das nee, ich meine bei der Schikane, wo der Schikane-Checkpoint ist. Da wirst du nur abgebremst, wenn du über die Schikane räuberst. Geradeaus. Ich habe die Schikane mitgenommen und bin normal mit Schwung drüber. Ne, und hier ist der BR8 das beste Auto. Also Formel 1 Auto ist der BR8, aber nur wenn du richtig gebaut hast. Das musste ich leider lernen. Na, du hast ein eigenes Fahrzeug gehabt, ne? Ja. Ja, deswegen hatte ich auch BR8. Ich hatte nur Standard. Nee, du hast was anderes. Nein, ich hatte den gleichen. Ich habe jetzt meine Grüße von der Rennfahrer-Crew, das wäre eigentlich perfekt für dich. Siehst du, ich habe auch den BR8 im Hintergrund. Ja, aber ich habe überwiegend nur Rennen. Und da haben wir jetzt die Autos so gebaut, damit ich halbwegs mithalten kann. Maßstäbe stimmten zwar nicht so ganz, aber es war schon ein ganz guter Dings vom Monaco Grand Prix. Und noch einen Punkt zu Sven. Ich sehe es, Markus, ich sehe es. Aber dass ich überhaupt so weit bin, ist eigentlich ein Wunder. Weil guck mal, die letzten Listen habe ich eigentlich alle verloren. Wunder gibt das liegt aber auch daran, dass ihr als Team gewinnt, jedes momentan, jedes Ding. Na gut, aber du musst dir jetzt überlegen, der Johnny ist neu dabei. Ist Deathmatch, soll ich Team Deathmatch lassen oder wollen wir alle gegen alle? Nein, Team. Okay, Team. Jetzt sind wir schon mal 6 Leute. Wir gleich weg, das wisst ihr, ne? Ja, und ja, dann machen wir in 15 Minuten. Machen wir die Runde und dann ist okay. Dann kann man immer noch durchwechseln. Dann kann man das ja wieder ändern. Mit. Ja, Johnny, schön, dass du auch mal mitmachst. Also. Oh, Scharfschützen. Okay. Terminus. Hey, die Waffen sind alle oben. Habt ihr mit 5 Sternen? Ich verstehe gerade den Sinn bei Map nie. Ja, lauf mal gegen so ein Scheißding, was hier an den Wänden dran ist. Dann kriegst du einen Elektroschock, das ist echt geil. Macht gerade richtig Sinn. Nee, das Geile ist, ich sehe die anderen nie. Wo seid denn ihr alle? Ach, das ist die U-Bahn-Station. Echt jetzt, Kev? Ja, ich dachte, es wäre Airport gewesen, weil es dran stand, aber... Ich habe ein Gewisch bekommen. Am Flughafen gibt es auch... ne? Kev? Hä? Am Flughafen gibt es auch eine U-Bahn-Station. Ja, alles gut. War erst... Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen muss. Nach unten höchstwahrscheinlich. Oder wenn du unten startest, nach oben. Oh Alter, kommen sie gleich zu zweit auf den Zug, ey. Ob du da weggerutscht bist. Jawohl, beide noch. Alle drei weg. Aber Sven hat mich dann auch mitgenommen. Sehe ich, wie ich die Waffe nehmen muss. Oh, kam doch von hinten. Kevin oder wer? Nee. Nee. Ausnahmsweise wurde mal nicht. Ah ja, okay, verstehe. Jetzt verstehe ich auch das Ding, sind in dem Ding dahinter. Scheiße. Dass du dich nicht an die Wand lehnst. Hä, du warst doch tot? Nein, ich war es tot. Mich hast du geholt. Achso, dass du nicht campen kannst in dem Gang. Okay, ja. Jetzt kommt die Kopf sogar rein. Das sind NPCs teilweise, die hier drin rumlaufen mit. Jetzt ist mich gerade der Kopf dran gewesen, den ich erschossen habe.
Was, der ist da? Alter. Geht dich noch. Ah, ich hab nur... Das Problem ist, dass es zu zweit dort stand, ist auf immer. So, das ist... Das ist Sparta, Junge! Muss aber auch mal sagen, dieses Bullbub-Gewehr ist auch nicht gerade der Brüller. Nee, weil es die falsche Waffe für dich ist. Nee, hier ist keiner. Doch, da kommt gerade einer um die Ecke. Die können nur von hier kommen. Ach, der Enrico. Habt ihr ihn gesehen? Hm, der steht da doch. Oh, ich musste nachladen! Alter, das war das erste Mal, dass wir eine Runde verlieren, oder was, Jungs? No! Jetzt hab ich keine Waffe mehr, oder was? Ach, ganz heftig. Fast tot, ne? Ist auch tot. Ach scheiße, ich habe keine Munition mehr. Ich muss mal kurz weg. Hi Johnny. Hi, brauch eine Waffe. Oh scheiße! Upsi, bist du zu weit reingekommen. Ah, im Vorbeigehen noch weggeholt. Ernsthaft? Anstatt dass der auf die normalen Leute zielt, zieht er in die Decke. Baby holt jetzt ganz schön auf hier, mein lieber Herr Gesangsverein. Mhm. Ah, diese scheiß Dinger hier unten, ey, diese scheiß Elektroschocker, ey. Ja gut, das hat damit zu tun, dass du da nicht kämpfst. Nee, aber du gehst ja nur ganz normal dran vorbei und kriegst ja schon eine gewischt. Also du kommst zufällig ran, wenn du von unten nach oben läufst. Beide. Ja, Doppelkill! Ja, ja, beide. Ich hab's gesehen.
Hä? Moin! Ach du! Ach sorry, ich bin tot. Kev kommt von hinten, Achtung! Das kann er am besten. Ja, ich hab's doch mitgenommen. Ja, ich bin hinter euch gespawnt. Ich gehe aber wieder rüber jetzt gerade. Merke ich. Das war ja Enrico, das war ja nicht Kev. Die sich da rumrollen alle noch. Das Problem ist halt, dass die Respawn-Punkte, die gelten ja nicht pro Team, sondern die sind ja allgemein gesetzt. Stark. Boah, das ist so gut, dass ich nachladen muss. Hallo Baby. Alter, ich hab doch jemand geschossen auf mich. Ich hab drauf geschossen. Hallo. Boah, wer hat mich jetzt erwischt, Cat? Ich, beide. Das ist nicht wahr. Den dritten auch noch hin. Wir haben nur noch 38 Sekunden für 2 Kills. Ja, die haben wir noch einen. Entschieden. Nee, gewonnen. Verlierer? Erbpolster Spieler IGL Maki. Aber Sven, du wärst eh weg gewesen, weil du gerade gespawnt bist und ich hätte dich geholt. Ich bin gerade wieder hinter euch gespawnt. Hey, ich hab mal eine Runde gewonnen. Sehr schön. Hab ich gesehen. Warum auch immer, wir dann als Gewinner angezeigt werden. Ich denke mal einfach, weil eure KD besser ist als unsere. Keine Ahnung. Wie gesagt, hätte jetzt so viele eine Runde noch gemacht. Gleichstand. Also. Aber so ist mal ausgeglichen, der Kampf hier. Gut, ich bin dann raus, Jungs. Viel Spaß noch. Bis dann. Und Mädels.